Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy an Let's Play mit mir, dem Philipp Drachenberg. Ja, in der letzten Folge haben wir ein komplettes Lager zusammengeklatscht. Und jetzt... beschleunige die Zeit, indem du F drückst auf der Karte. Okay. So können wir dann theoretisch... dann noch ein paar andere coole... Sache mache. Wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Confringo! Ah, guck mal, die juckt es nicht einmal, dass ich gerade verbotener Zauber probiert habe. Sie pfeifen auf moderne Normen. Wir blühen wohl alle auf unsere eigene Art. Na gut, dann sprechen wir mal mit Ihnen, Professor Gerlig. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Boah, ja. Ich freue mich. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Wingardium zu heben, Leviosa. Als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Jawohl. Ja, Wingardium Leviosa. Wobei ich glaube, so rum ist besser. Immer dich ganz nach hinten zu meinem Verwandlungsdeck. Der Schwebezauber Wingardium Leviosa kann Gegenstände schweben und frei bewegen lassen. Kontrolliert die Position mit V und F, Q und E, um die Distanz und die Rotation einzustellen. Alles klar. Vielen Dank. Üben Sie ruhig weiter, Wingardium Leviosa, im Gewächshaus. Ich habe ein paar Kisten in den Nebenraum gestellt. Ja, die habe ich vorhin gesprengt. Wingardium Leviosa. Q und E, was hat sie? Q und... kann ich hoch? Kann ich hoch und runter? Das habe ich leider vergessen. Das gab es mal anders. Okay. Confringo. Ah, guck mal. So habe ich hier Edurus-Trank bekommen. Das heißt, übersetzt mir, gehen wir ganz kurz die Kiste hier sprengen, die sie verteilt hat. Vielleicht finde mir ja was Cooles. Aber hier habe ich ja schon alle Kiste gesprengt. Okay, dann würde ich sagen, was sind unsere Aufträge sonst noch so? Professor Fig müssen wir uns wieder melden. Dann würde ich sagen, machen wir das, aber vorher gehen wir nochmal nach Hogsmeade. Ja, weil wir ein paar Sachen verkaufen müssen, vorher noch im Raum der Wünsche. Das mache ich aber jetzt mit euch zusammen. Deswegen ein kleiner Moment. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und bei weiterem Interesse meldet euch gerne sogar auch bei mir auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ein Schüler sich so wohlfühlt. Ah, sehr gut, dass ich mal wieder ein neuer Satz erfunde. Okay, perfekt. Wir haben mal wieder ein paar coolere Sachen bekommen, die jetzt stärker für uns sind. So, was haben wir denn so bekommen? Oha, eine legendäre Maske. Okay, die wird auf jeden Fall sinnvoll sein für die Kämpfe. Für den Unterricht lasse ich die Maske hier auf. Nicht die Maske, sondern mein normales Gesicht. Dafür brauchen wir 23 und hier haben wir noch so Pelzmantel bekommen.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal unser unnötiger Scheißdreck mal gleich verkaufen. Und es freut mich natürlich, hier haben wir wieder mal ein paar neuere Gegner getroffen. Und hier haben wir natürlich jetzt auch neuer Stein bekommen. Durch die Erkundung. Achso, ja, alle Gegner habe ich vergessen anzudrücken. Aber dann würde ich sagen, auf kurz nach Hogsmeade. Auf nach Hogsmeade. Oder was er dann wie immer sagt. Ich würde sagen, diesmal verkaufen wir unsere Sache mal bei dem Sportgeschäft. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wie es heißt. Wenn ihr wisst, wie es heißt, schreibt es jetzt in die Kommentare. Also pausiert das Video und schreibt es in die Kommentare. Sagt mir Bescheid, ob ihr es gewusst habt. So, genau. Hier packe ich mich wieder fest. Das habe ich letztes Mal auch geschafft, dass ich zu blöd war, die Tür zu benutzen. Und zwar Spin Switches Sportbedarf. Schönen guten Tag, ich habe Ihnen ein bisschen was zu verkaufen. Zwar einmal dieser legendäre Umhang. Und hier einmal diesen Schotte-Umhang. So, natürlich habe ich noch das hier. Das ist mit 65 sehr gut, aber ich brauche dazu Level 23. Und mein Gesicht vom Mumme möchte ich jetzt eigentlich nicht. Und jetzt auf zum Professor Fick. Wir wollen ja nicht weiter noch Zeit verlieren. Professor Fick, du bist natürlich in deinem Unterrichtsraum wahrscheinlich. Deswegen auf zum Professor Fick. Mir macht das Reisen natürlich echt extrem viel Spaß. Heute haben wir natürlich auch wieder im verbotenen Wald viel erreicht, indem wir ein paar Gegner weggehen. Ah nee, das war gar nicht heute. Das war also für mich heute. Für euch war das in der letzten Folge. Und habe dort viele Gegner umgebracht. Und genau, in der vorletzten Folge. Ich hatte gehofft, sie zu sehen. Welcome back. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ihr Freund, Mr. Ollivander, schickte mir eine Eule und bat um Hilfe bei der Suche nach einem Zauberstab der Familie, der ihm gestohlen wurde. Hat er das, ja? Also ging ich zur Eulerei, wie er wollte. Und da standen all diese Statuen. Was meinen Sie mit Statuen in der Eulerei? Ja. Und das hat mich dann zu dem Geheimversteck mit Richard Jackdaws Geist geführt. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer Geheimhöhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Peeves. So, also wenn jetzt was Gefährliches passiert, dann... Und das war die ganze Zeit hier unten... Ja, es ist immer wieder ein schöner Anblick. Was meint ihr? Schreibt mir gerne einen Kommentar, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann... Ich bin einfach im Schlafanzug. Das ist so bescheuert. Pelzmantel und Schlafanzug. Gut, du Isha. Ah. Sieht vielversprechend aus. Okay, was ist das jetzt? Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und
Natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Wenn du das nur sehen könntest. Ah, ja, er ist back. Oh, das ist voll schön. Wahrscheinlich ist im Verbotenen Wald dann die Arena eingezeichnet. Die will ich nämlich demnächst auch besuchen. Aber irgendwie muss ich echt mal jetzt mit der Hauptstory weitermachen. Weil, wie ihr es vielleicht gesehen habt, das war gerade eine Level 10er Aufgabe und ich bin schon Level 22 und laufe hier in meinem Schlafanzug im Pelzmantel spaziere. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja. Ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen Ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Aber natürlich. Sie und Ihr Freund Charles sprachen vom Portschlüssel und von Ihren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Ganz genau. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum, das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen Ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was Sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was Sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren Sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn... Vertrauen Sie, Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Ja. Wollen wir nachsehen? Natürlich wolle mir nachsehen, ich bin richtig gehypt, ich muss das jetzt, ich bin richtig... Ich kenne den Turm, er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Er kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist dieser Jungspund ja weiter gereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Aber natürlich... So.
Ja, lalala. Jawohl. Wie wäre es, wenn Sie den Weiche-Zurückfluch erlernen würden? Flipendo, kommen Sie zu mir ins Gewächshaus, sobald Sie die nötigen Aufgaben erledigt haben. Okay, sollen wir jetzt erst mal zum Turm oder zum Gewächshaus? Um die Spannung zu erhalten, würde ich sagen, bin ich jetzt so fies und wir gehen zuerst zu unserer Nebenaufgabe. Aber wir machen die andere Aufgabe am Schluss der Folge. Pflanzen Sie und ernten Sie. Das heißt, alle drei Kampfpflanzen gleichzeitig. Okay, aber das heißt, dass ich nochmal 600 Galleone ausgeben muss. Das kostet mehr wie ein Zauberstab, das Ding. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns nach einem kleinen, aber feinen Cut. Ach ja, und bevor wir jetzt den ganzen Cut machen, habe ich noch Eulepost bekommen von Madame Kogwa. Oder wie? Kogawa. Hallo, es wird Zeit, dass Sie Glasius den Erstarrungszauber lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um hitzige Situationen abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach in mein Klassenzimmer. Madame Kogwa. Kogawa. Ja, ich bin heute ein bisschen bescheuert im Aussprechen von Namen. Okay. Ich glaube, das werden wir jetzt erst mal machen, weil Flussgras können wir, glaube ich, nicht ernten. Aber ich werde natürlich zuerst da nachgucken. So, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu Wälzer und Schriftrollen. Und genau. Und Wälzer und Schriftrolle soll mir wahrscheinlich jetzt hier den gewünschten Artikel bringen, den wir brauchen, damit wir ein größerer Topf bekommen können. So, zum Ausrauben kommt jetzt, glaube ich, noch nicht. Beeindruckend. Okay, aber was will ich hier? Ob hier oben war ich schon. Okay, guter Herr, ich hätte jetzt gern, dass ich den größeren Topf bekomme, sonst wäre ich nämlich ein bisschen sauer. So. What's up, Thomas Brown? Wie Schauen geht's denn so? An, was wir haben. Okay. Theresienfutter brauchen wir nicht. Schneiderstation. Nichts ist schöner als genau das Richtige zu finden. Topf. Okay. Materialverfeinerer, nein. Pflanzentisch mit großem Topf, perfekt. Mit zwei großen Töpfen, dann habe ich gleich kein Geld mehr. So, mittlerer Topf brauchen wir auch noch. Nichts ist schöner als genau das Richtige zu finden. So, okay, ich würde sagen, bevor ich gleich kein Geld mehr habe, machen wir das erste Mal so. So, perfekt, dann sind wir jetzt da. Ich habe ich gedacht, ich nehme euch einfach mal ganz kurz die Wartezeit hier raus. Genau. Und dann, besorgen wir uns mal hier den schönen Tisch, den wir gerade bekommen haben. Und zwar einmal den mittleren. So, genau. Da haben wir jetzt die Botan. Ach so, wir sind sowieso am falschen Tisch. Bereich. Wir müssen ja hier hin. So, gotischer Pflanzetisch. Wissenschaftlich. Botanisch. Ändern wir das Ganze doch mal. In schwarz. Ne, in weiß. Zack. Genau. So, und jetzt brauchen wir einmal noch den großen. Den habe ich nämlich extra auch besorgt. Okay, aber dazu muss gerade ganz kurz unser Ding dann weiche. Ne, nicht weiche, sondern einfach ein Stück auf Seite. So, genau. So, bitte, genau. So, und dann können wir jetzt hier die große Station hinballern. So, das hat mich jetzt ein paar gute Galleone gekostet, muss ich sagen. Wieso denn nicht? Gerade eben ging das doch auch da rein. Batz. Jawohl. So. Gut. So,
Hier ist unser mittlerer Tisch, hier ist jetzt der hier und der kann jetzt auch. Guck, wenn Mosa Tentacula können wir da am Großen machen und Flussgras auch noch beim anderen. So. Dann machen wir jetzt hier ein bisschen China-Kohl hier rein. Genau, und was machen wir hier rein? Hier kommt natürlich jetzt unser Mimosa Tentacula rein. Oh, das wird jetzt dann richtig lang dauern. Ich glaube, ich mache nochmal ein Beet. Weil ich muss jetzt eine Mimosa Tentacula anbauen und noch eine Ding anbauen. Ich glaube, wir erweitern hier nochmal um ein kleines Beet. Wir haben ja gut Platz. So. Großes Beet, genau. Zack. Diesmal machen wir aber hier ein bisschen was. Genau, das soll mehr zu Quidditch passen. Zack. So. Sehr gut. Und hier machen wir dann unser Flussgras hin. Genau. Und in 15 Minuten sehen wir uns wieder. Wenn wir das Ganze dann Ernte wäre. Ja. Währenddessen will ich auch noch ein paar Zaubertränke brauen. Und bis nachher. Währenddessen tue ich mal eine Folge rendern. So, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen backen. Ah, upsala, ich habe meinen Ton gar nicht auf der Ohre jetzt. Tut mir leid, falls es jetzt backt, aber mein Flussgras ist fertig. Meine Mimosa Tentacula ist fertig. Zack. So, ich hoffe, mein Bild kann das alles aufnehmen, was ich aber weiß, dass es nicht 100% funktioniert, weil ich gerade noch im Hintergrund rendern bin. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier Pflanze- und Flussgrasernte mache, dann sollte natürlich auch ganz kurz die abgehakte Version vom Einsammeln sehen. Zack. Und das war's auch schon. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich fertig bin mit dem Rendern. So, und damit herzlich willkommen im verbotenen Wald. Ich bin gerade hier eine gute Schmetterlinge-Folge und da wären wir auch hier praktisch schon von einem Wegspatze hier angegriffen. Und wenn ich jetzt mal schnell hier helfe, den Sumpfkattler hier umzubringen. Was? So, perfekt. Mehr wollte ich auch gar nicht. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Genau, und ach so, jetzt habe ich vergessen, die trinken. Mann, das war ja wieder sowas von klar, Philipp, was du da wieder machst. Revelio. Du. Ich schon wieder vergessen, deine Dinge einzusetzen, du Arschkopf. Okay, wo war er? Was sind die Schmetterlinge jetzt hin? Okay, aber ich greife mir jetzt nicht an. Lumos! Die Schmetterlinge sind doch hier rüber, oder wie? Okay, ich glaube, die Schmetterlinge sind jetzt tatsächlich weg. Du bist die Rotznase, die Defendo. Defendo. Ich weiß. Expelliarmus. Confendo. Schönen guten Tag. Ich habe jetzt mal beschlossen. Ich habe dich wohl überschätzt. Du hast genug. Und? Das wird auch wehtun. Defendo. Hältst dich wohl für stark? Niemand erledigt einen von uns und über. Für dich. Let's go, China-Kohl, zack, und eine Allraune, Batz. Impulso! Aus dir mache ich Mulch! Defindo! Revelio! Schade, dass unsere Tiere immer danach sterben. Ich meine nicht unsere, doch unsere Pflanzen, unsere Tiere. Ja, ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt schon hier sind, will ich noch ganz kurz das Spinneversteck erledigen. Genau.
Das werden wir jetzt noch machen und dann habe ich auf der Weltkarte noch jede Menge Nebel- und Sidequests freigeschaltet. Also noch nicht aktiviert, aber gefunden, weil ich ja beim Rendern gerade eben ziemlich lang gebraucht habe. Moment, aber jetzt will ich erst deine Schmetterlinge noch folgen. Genau, da gehen wir gleich noch hin. So, wo sind sie jetzt, die Schmetterlinge? Okay, perfekt. Vielen Dank für die kurze Treppe. So, dann würde ich sagen, ist unser nächstes Ziel das Einnehmen von... Komm, komm, greift mich an, ich muss Protego benutzen. Jetzt komm auf, greift mal an. So ist kein erfolgreiches Protego. Perfekt, und jetzt mache ich euch alle fertig. Perfekt. Revelio. Gut. Haben wir es eingenommen, das Versteck? Okay, es steht noch nicht abgehakt dabei. Aber eigentlich haben wir es eingenommen, oder? Die sind ja alle tot. Incendio. Vielleicht müssen wir es noch ein bisschen anfackeln oder so. Revelio. Okay, vielleicht müssen wir auch wann anders mal wieder hierher kommen. Also gut, versprochen. Jetzt gucken wir ganz kurz an, was ich hier uns schön Neues gebracht habe. Dazu einmal Escape. Und genau, Stufe 23 sind wir jetzt. Ja, ich habe es ja gesagt, dass ich ein bisschen was gemacht habe. Das sieht cooler aus. Ja, wer fragt sich, warum ich hier so Gesichtsding anhab, das liegt einfach daran, dass ich im Kampf hier somit ein besseres Outfit hab. So. Okay, aber ich fand den hier eigentlich schöner, aber der ist halt stärker. Okay, die ganze Sache, die mir dann nachher nicht brauche, wäre mir auf jeden Fall verkaufe. Sammlung, genau, die mache ich gleich selber. Herausforderungen haben wir hier auf jeden Fall noch ein paar Sachen bekommen. Zack. Genau. Und im Kampf habe ich natürlich auch noch ein paar Sachen gesammelt. Hier unten. Zack. So. Ich glaube, das war's genau. Und sonst haben wir noch Talentpunkte, die wir einsetzen können. Ja, Petrificus Totalis kann ich eh noch nicht. So, Raum der Wünsche. Das brauche ich alles jetzt nicht. Gekünscht jetzt erst einmal auch nicht. Aber ich hätte gern mehr. Die Findo-Schade, genau. Zack. Bombarda. Da gibt es alles noch sehr coole Dinger. Aber jetzt erst einmal ein bisschen mehr die Findo-Schade. So, Sammlung. Haben wir jetzt auch ordentlich an mehr Sache bekommen. Hier wieder mal so. Paar andere Sache. So, und hier haben wir, glaube ich, noch eine Treppe oder so bekommen. Genau. So, hier ein neuer Griff. Und hier haben wir wieder diese Dinger hier bekommen. Ich weiß nicht, wie man Knuddelmuff Haar oder so bekommt. Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal in den Raum der Wünsche. Genau, also ihr seht, hier ist der Auftrag, den ich uns freigeschaltet habe. Und hier hinten sind noch zwei
Aufträge. Die bringen uns auf jeden Fall hier so ein paar coole Sachen für unser Raum. Genau, aber jetzt erst einmal zurück kurz in den Raum. Sorge einräumen, Raum der Wünsche. Und dann identifiziere mir mal kurz das Ding, dann verkaufe ich die Sache einfach ohne euch. Genau, was man brauche. Es freut dich sehr, dass ein Schüler sich so wohl. Zack, genau, jetzt haben wir ja neuer Hüt. So, zeig mal, können wir den schon aufsetzen? Jawohl. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen cooler Hut. Coolerer Hut. So. Genau, was haben wir noch? Bessere Handschuhe haben wir hier noch. Genau. Besserer Umhang haben wir noch nicht. Besseres Outfit auch nicht. Okay, genau. Was wollte ich jetzt noch hier machen? Irgendwas kommt mir noch hier beschwören. Habe ich nicht irgendwas noch gekauft, was ich noch nicht herplatziert habe? Alt falscher Knopf. Zaubertränke, Kräuterkunde nutzen. Ah, stimmt, das habe ich dann. Habe ich das dann doch nicht gekauft? Stimmt, ich habe immer genug Geld. Okay, dann, sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder beim Professor Gerlig und ich verkaufe währenddessen dann mal die Sache, die wir nicht brauchen. So, okay, wir treffen uns jetzt irgendwo hier in so einem Klassezimmer. Ah, okay, hier drin. Ein Hybrid vielleicht. Springende Tentakula. Ja, habe ich schon genutzt. Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Gerlig. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch. Locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie es. Okay. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. So, ich sehe halt jetzt schon echt aus wie so krasser. Krasser. Richtig krasser. Okay, Flipendo? Wo ist das? Ah, hier. Genau, Flippulse haben wir ja schon im oberen Deck drin. Im Gewächshaus tun, aber bitte. Flipendo! Incendium! Confring! Expelliarmus! Flipendo! Flipulso! Ja, das kann doch was werden. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall jetzt ein sehr cooler Zauber. Aha, okay. Ja, genau. Haben jetzt 2 Minuten verbraucht, oder nicht? Weil hier habe ich gesehen, haben wir noch was angebaut. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, war das eine erfolgreiche Folge. Genau. Aufträge haben wir natürlich noch jede Menge. Glacius können wir nächste Folge anfangen. Auf jeden Fall haben wir ja noch jede Menge Nebenaufträge, die können wir ja noch nicht ohne Alohomora machen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erst einmal ein bisschen, ich glaube, wir machen die ganze nächste Woche nur mal mit der Hauptstory weiter, weil ihr seht mich ja, ich bin ja schon viel zu weit eigentlich mit dem Erkunde und so weiter. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe jetzt mal beschlossen, dass ich meine Brille und so aufverkaufe. Genau. Aber nur, dass ihr da Bescheid wisst. Wir treffen uns ja beim Turm. Wir gehen jetzt da noch schnell mit der Weltkarte dorthin. Genau, Moment. Aufträge verfolgen. Genau, auf der Karte finden. Zack. Das ist ganz dahinter. Genau, ich habe uns nämlich hier extra dann in der Nähe was freigeschaltet. Da werden wir dann in der nächsten Folge hingehen. Weil hier gibt es noch ein paar Sachen, wo man dann
mit denen Leute sprechen muss und das wäre mir in der nächsten Folge dann mache. Dann würde ich jetzt sagen, wenn euch das Video gefallen habt, dann lasst jetzt gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder am Montag, den 3. April. Bis dahin eine wunderbare Zeit und ciao.